Hi Leute, herzlich willkommen zurück zu Shakes and Fidget. Schön, dass ihr wieder mit eingeschaltet habt. Ja, wir wollen heute mal wieder ein bisschen rumstöbern hier und schauen, was es Neues gibt. Vielleicht den einen oder anderen Dungeon-Gegner legen und ein bisschen Smalltalken. Ja, ihr seht schon, ich habe die einen oder anderen Steine gesammelt. Ausdauerstein haben wir am Start, einen Instein haben wir am Start und einen Glücksstein haben wir am Start. Da können wir auf jeden Fall ein bisschen was machen, beziehungsweise die können wir uns jetzt mal gepflegt anlegen. Hier haben wir ein paar schöne Schuhe. Dann haben wir hier noch eine wunderbare Robe, die uns aktuell außer Glück nicht viel bringt. Deswegen würde ich sagen, schauen wir mal ganz kurz in den Waffenladen und werden die erstmal ganz kurz hier... Ich weiß nicht, ob wir schon unbedingt neue Sachen kriegen. Nee, ich denke eher nicht. Wir haben noch zwei Epics quasi. Was ist das? Derselbe Helm? Lol. Ist genau derselbe Helm. Können wir den verkaufen? Die Robe kann auch weg. Was ich euch das letzte Mal gar nicht gezeigt habe, oder beziehungsweise was jetzt erst der aktuelle Fall ist. Wir sind ja über Level 66. Ab Level 66 gibt es ja hier diese wunderschöne Hexe. Kann ich euch ganz kurz was dazu sagen? Es gibt hier im Zauberladen dieses seltsame Buch. Dort kommt ihr direkt zur Hexe und die hat jeden Tag, beziehungsweise die braut halt eben Zaubersprüche zusammen. Und die hat jeden... Wow. Okay, nice. Wegen Wartungsarbeiten. Ja, und die braut jeden Tag ein Gebräu zusammen und braucht halt jeden Tag anderes Sachen. Heute braucht sie zum Beispiel Amulette, ne? Und wenn wir hier was reinschmeißen, dann steigt hier diese Prozentzahl aktuell 8,81%. Ihr kriegt, glaube ich, auch das Doppelte, wie wenn ihr es normal im Shop verkaufen würdet. Und wenn das eben voll ist, dann gibt es einen Zauberspruch. Diesen Zauberspruch zum Beispiel... Du hast, brauchst weniger, 20% weniger als Beispiel jetzt einfach nur Reise, also auf die Schuhe, Reiselust und so weiter und so fort. Das heißt, du erledigst deine Aufgaben hier eben dann 20% schneller und brauchst halt weniger von diesem, naja, ihr wisst schon. So, Dingsbums hier, ne? So, dann, genau, und da gibt es glaube ich 8 oder 10 Zaubersprüche insgesamt, aber wir haben leider noch nicht einen fertig. Und das ist ein bisschen schade, deswegen müssen wir noch warten. Was wir aber auf jeden Fall erstmal machen können, wir können hier mal unsere Instine anlegen. Wir können mal ganz kurz hier durchswitchen, ob es irgendwas aktuell waffentechnisch, ob wir da irgendwie gerade gut oder schlecht sind. Das würde mich mal interessieren, das ist alles bad. Schaden, Ausdauer, okay. Die Waffe wäre gar nicht so schlecht, muss man ganz ehrlich sagen. Denn wenn wir jetzt hier einen Ausdauer, Instein draufhauen, 121 hat der. Das heißt, wir würden 30 Int verlieren, haben wir 26 mehr Schaden. 118 Ausdauer dazu, dafür verlieren wir eine Menge Glück. Und Glück ist halt leider sehr, sehr wichtig für unseren Char. Weil wir sind echt auf die kritischen Treffer angewiesen, weil die uns halt eben... Mal gucken, es scheint halt doch ein paar Sachen zu geben, die besser sind, aber ohne Slot bringt uns sowieso nichts. Schaden 8, Intelligenz und Ausdauer verlieren wir. Intelligenz haben wir plus, Ausdauer und Glück verlieren wir. Ja, das ist gar nicht so einfach, hier noch was Gutes zu finden. Wir haben auch, glaube ich, Epics drin, genau. Was ist denn hier mit der Musik? Ist ja voll Emotion. So. Könnte man theoretisch machen. Könnte man theoretisch machen. Die Robe nehme ich mal. Verlieren wir erstmal ein bisschen und dann klatschen wir hier den Instein jetzt drauf. So, und da sind wir nämlich bei 48. Dann müssen wir mal schauen. Handschuhe haben wir nämlich... Ah, ich sehe gerade, wir haben Handschuhe ohne Sockel. Hier kriegt man Intelligenz dazu und Ausdauerstein drauf. Wird er eigentlich auch ganz gut. Nee, das ist eigentlich Quark mit Soße. Ausdauer. Wartet mal ganz kurz.
56 Rüstung. Schwierig, sei es nicht so das Gelbe vom Ei. Deswegen, wir schmeißen mal da drauf und das da drauf. Und die behalten wir erstmal noch ganz kurz. Und Moment, eine Spiegelscherbe fehlt noch. Ne, ich könnte kotzen, wie du Fuhre Mist. Eine verkackte Spiegelscherbe und die fehlt schon wieder seit Ewigkeiten. Seit Ewigkeiten. Dann könnten wir nämlich in die Arena und hier oben in Dings gleichzeitig. Wir schauen mal ganz kurz in die Gilde, was es da Neues gibt. Ihr seht, wir sind aktuell 50 Mitglieder. Das heißt, die Gilde ist aktuell voll. Ja, ihr müsst ihr nochmal annehmen. Und ja, ich bin mal gespannt, wie wir vorankommen. Wir haben ein Durchschnittslevel von 50 aktuell. Wir haben hier schon wieder zwei Dungeons gemacht, was auch ziemlich cool ist. So. Gut, das wird man nachher machen. Sprüches. Okay, dann schauen wir mal in das Dungeon. Festung übrigens, ne, da sind wir auch ganz gut. Wir bauen gerade aus auf Stufe 9. Genau. So, und jetzt schauen wir mal ganz fix in das Dungeon rein. Denn vielleicht, meine lieben Freunde, können wir hier was klären. Ich bin noch unterwegs. Müssen wir das doch erstmal lassen. Aber warte mal, ich wollte mal was gucken. Nee. Dungeon, so, komm, dann schauen wir mal hier rein. Alter Schwede, ist der hartnäckig. Mit 200 und 3, mit 717.000. Das ist ja abartig. 200.000 haben wir runter. 128.000. Das ist. Da fehlt nicht viel. Wir haben aber noch als letzte Instanz. Moment, was wir nämlich machen können, ist. Wir können das mal ein bisschen hochnehmen. Wir haben nämlich noch 110.000 Cash auf dem Konto. So, und dann tun wir das mal ein bisschen aufteilen hier, unser Geld jetzt. So. Sind wir hier schon mal? Oder obwohl, komm, hier können wir 52 können wir machen, das ist gut. Haben wir schon mal 4000 mehr Schaden dazu bekommen jetzt, glaube ich. So. Das geht schön nach oben. Sehr gut, sehr gut, sehr gut. So, und dann noch auf jeden Fall ein bisschen Glück. Bam, 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 bam. 43. Wir nähern uns der 50% Marke beim Glück. Das macht mich sehr, sehr stolz. So. 45%, sehr gut. Und jetzt geht's nochmal rein hier. Das sieht doch besser aus, Baby. Zack, sind wir direkt mal ein Level aufgestiegen auf 73. Hätten wir den Instein mal aufgehoben, ne? So, letzter Gegner. Schaffen wir den? Schaffen wir es, das Dungeon zu legen? Na komm schon. Schaffen wir es, das Dungeon zu legen? Oh, komm schon, bitte. Das wäre schon geil, ne? Aber das werden wir noch nicht schaffen. Da sind wir aktuell leider noch ein bisschen schlecht. So, dann gucken wir mal in das Dungeon hier auf jeden Fall noch rein. Und da geht es direkt ab. Yeah. Den schaffen wir auch noch. Aber sowas von. Jawohl. Jawohl, jawohl, jawohl. Da geht's auch mit den Leveln ganz gut, ne? 937.000. Was haut man eigentlich raus zurzeit? Mal gucken, was wir für Crits drücken. Warum drückt er so wenig Crit? Ich hab fast 50%, Alter. Ja, über 200.000. Das ist natürlich nicht schlecht. Die müssten nur öfter kommen. Er macht halt Verstärke echt viel Schaden.
92.000 Glück nur. Oh, das ist nicht viel. So wird das nichts mit dem Gewinnen. Die ersten schon nicht gleich sitzen. Wenn die ersten schon nicht gleich sitzen. Stufe 75. Nice, nice, nice. Das ist auf jeden Fall ganz cool, ey. Ich bin ja mal gespannt hier. Der Turm kommt ja dann auch ab 125, wenn mich nicht alles täuscht. Was ich aber mal noch machen wollte, und zwar, wir sind hier in der Ehrenhalle aktuell in der Ehrenhalle auf 1026. Mit der Gilde sind wir auf 32, wen das interessiert. Festung auf 1600. Man muss aber auch dazu sagen, wir haben 222.000 Spieler auf dem Server, ne? Also wir sind 99,54% besser als alle anderen. Das klingt erstmal gut, aber wir wollen natürlich noch besser sein und deswegen wollen wir auf jeden Fall erstmal unter die Top 1000. Top 1000 ist eigentlich ein Muss. Oh, das war knapp. Das war wirklich knapp. So, schauen wir mal. Bam. 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 Schön ist, mir kann keiner ausweichen. Bam. Den können wir mal probieren. Bin mir nicht sicher. Ah, der macht nicht so viel Schaden, das ist gut. Oh. Und da drückt. Oh, der macht nicht so viel Schaden, habe ich noch gesagt. Große Fresse, wie ich habe. Ey, sage ich das noch so. Den könnte man schaffen. Ja. Ehrenhalle. 952. Ja, immerhin, ne? So, dann schauen wir noch mal ganz kurz ans Glücksrad. Da können wir nämlich auch noch einen kleinen Dreher heute machen. Zack, gibt's drei Pilze. Oh, 510 Steine, das ist immer gut. Wir sind noch 19 Stunden am Bauen. Da müssen wir auch direkt mal wieder weitermachen. So, und dann schon so. Ah, es ärgert mich ein bisschen, ey. Mit denen nicht schaffen. No way. Den leider auch nicht. Aber wir müssen den legen. Das ist das Problem. Wir müssen den legen. Aber wir kriegen den nicht mal unter 200.000. Was ja nicht schlecht ist bei 781, ne? Aber der haut halt richtig, richtig Schaden aus. Ist halt ein Kundi, ne? Geschick, richtig hochgeskillt. Vom allerfeinsten. Level 110 auch, muss man auch dazu sagen. So, Pets kommen erst ab 5. Warte, Moment. Wir können das Nest finden, Leute. Stimmt! Ab 75 gibt es ja die Pets. Das hätte ich jetzt fast noch vergessen. Ab Stufe 75 gibt es die Pets. Und da sind wir jetzt quasi auch angekommen. Das heißt, wir können jetzt das Nest finden. Na, dann gehen wir das doch mal suchen, würde ich sagen. So, auf geht's. Leute, vielen Dank fürs Zuschauen. Wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Bei Shakes and Fidget. Moment. So, haben wir noch ein bisschen was in die Gildenkasse, dass das auch erledigt ist. Ja, bis zum Donnerstag, würde ich sagen. Ich wünsche euch einen wunderschönen Start in die Woche, meine lieben Freunde. Ja, ne, macht nicht zu viel, ist erst Montag gewesen. Und ja, euch einen schönen Tag oder Abend noch. Bis dahin, ich bin erstmal raus, euer Manus. Tschüss.